YouTube, willkommen zu einem neuen, sehr verstörenden Spiel. Man sieht es ja schon im Hintergrund, es sieht super verstörend aus. Wir spielen auf Twitch. Wenn ihr live mit dabei sein wollt, einfach nur die Beschreibung abchecken. Ansonsten gerne bewerten und kommentieren. Und wir legen jetzt los mit Bulb Boy. Okay, drücken wir den Knopf und wagen uns in die Dimension des Albtraums. Eine Glühbirne, in der wir leben. Und der Mond ist auch eine Glühbirne. Alles ist irgendwie eine Glühbirne. Ah, Opa Bong. Na, Opa Bong, erzählst du wieder Geschichten? Okay, Opa Bong. Ja, du hast damals den Drachen erschlagen und das Hentai-Monster bezwungen. Du bist ein echter Held, Opa Bong. Ein echter Held. Okay, der Opa schläft. Das heißt, wir können auch ins Bett. Oh, wie süß. Was ist das für ein hässliches Ding da unten? Ein Hund. Irgendwas Hundiges. Alter, der langt ihm einfach mal in die Gosche rein und zieht da seine Zähne raus. Okay. Vielleicht hier reinwerfen, damit die sauber gemacht werden. Okay, der Fisch ernährt sich von den Resten. Bisschen widerlich. Was ist das hier? He-Man? Und? Okay, Battle Cat, bist du's? So, Glotze aus. Und ab ins Bett. Ah. Der komische Köter mit Flügeln kommt mit. Ist das da oben R2-D2 auf dem Regal? Na gut. Gute Nacht, Opa Bong. Schlaf gut. Unser Opa Bong, ne? Was ein Typ. Alter, was ist das denn jetzt, die Finsternis? Okay, die Finsternis kommt und nimmt erstmal einen kräftigen Zug von Opa Bong. Oh nein. Alter, diese Gesichter, ne? Diese extrem verstörenden Gesichter. Großvater? I. Okay, was bist du denn? Pfui. Na, komm mal nicht hin. Au. Oh. Hm. Wo hat er das hingeschoben? Leute, wo hat er das eben gerade hingeschoben? Warte mal. Yes! Okay, wir haben was Ekelhaftes. Nice. Was haben wir hier? Eine Schere. Ein Würfel. Ah, der geht hier durch, holt sich das Leckerli und klebt dran fest. Und wir haben einen Käfer. Eine Wanze. Yikes. Kann ich damit die Fliege killen? Geil, Mann. Hm, wir sammeln die Zutaten für Opas Sandwich. Wow. Wow. Ach, du willst den ganzen Kram hier fressen, ha? Huh? Einmal für dich. Mh, das schmeckt. Ja, das ist lecker. Das macht groß und stark. Easy, easy. Bitteschön.
Ja, der arme kleine Junge wird heute Nacht nicht mehr schlafen können. Der wird auf jeden Fall traumatisiert sein. Oder vielleicht auch nicht. Ich meine, er hat anscheinend Spaß. Er hat die Freude seines Lebens. Er steht drauf. Auf gruselige, widerliche Sachen. Alter, was geht jetzt mit dem Häschen? What the fuck? Okay, das ist ultra gestört. Okay. Ja, so sieht auch jeder Tag für mich aus. Im Kinderzimmer meines Sohns passieren dauernd solche Dinge. Großvater! Großvater Bong! Wir können hier hoch. Können wir hier hin? Moment. Ah, mein Körper geht hier lang. Was haben wir hier? Glas. Alright. Hier ran. Wow, 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 Vorsicht! Oh nein, 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 nein! Okay, der schleudert mich wieder komplett zurück. Schwupps. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier oben entlang. Kann man irgendwas mit der Ritterfigur machen? Moment, hier geht was. Ah, Vorsicht! Wow, 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 wow. Okay, hier geht nichts. Aha! Eine Sense. Aber immer noch nichts. So, vorne hatten wir eine Tür. Let's go! Der kleine Bulb. Der kleine Bulb. Und schwupps. Die Figur da unten, egal. Yes, baby. Alter, was ist das für ein Inhalt? Irgendwelche alten Schlappen, Kopf, Öl, ganz normale Schublade, ne? Wahrscheinlich müssen wir die Ritterfigur da hinten ein bisschen ölen. So. Okay. Blub. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Vorsicht, kleiner Bulb. Und jetzt hacken wir dich kaputt, oder wie? Alter, was ist das für ein Ding? Können wir das mitnehmen? Kann ich die Hand bitte mitnehmen? Ich würde die gerne behalten. Nee, finde die irgendwie ekelhaft. Das findest du ekelhaft, ne? Aber viele andere Dinge findest du komplett normal. Das ist halt so. Oh nein, Opa Bong! Oh Gott, der Arme. Hey, yo! Opa Bong! Der ist erledigt. Können wir damit aufwecken?
Vorsicht! Was war das denn für ein Geräusch? Ganz easy. Boah, der ist total erledigt. Alter, der hat einen Riss. Was ist jetzt los? What the fuck? Wertlos, oder wie? Okay, gehen wir mal hier oben hin. Ah ja. Können wir hier hochklettern? Also, um was geht es? Sind wir hier im Albtraum des Großvaters? Ich meine, wir haben ja gesehen, der träumt irgendwie von Drachen und Tentakeln und... Moment, bin ich jetzt in einem Traum? In einem Traum? In einem Traum? Inception? Oder wo bin ich jetzt? Ah! Eine schöne, heile Welt. Okay, er will den Balli hier. Na komm her. Irgend so eine dicke, alte Wünschelrute. Aber der kleine Bulb ist irgendwie immer gut drauf, ne? Fällt auf die Fresse, freut sich. So, Ball für dich. Slow. Er will ein Ei. Nee. Alles klar, der Baum ist auf jeden Fall magisch unterwegs. Ah, jetzt haben wir wieder einen Ball. Alright, Swerp. Bitteschön. Das waren noch gute Zeiten, ne? Nur ich, mein Opa und jede Menge Weed. So, jetzt hier. Für dich. Ach, geil, Junge. Lern doch werfen. Er will immer noch den Ball. Ja, wahrscheinlich jetzt mit dem Korb rausfischen. Muss er reinschwimmen? Nein, es war kein gutes Timing. So, warte. Und jetzt. Perfekt. So, die Welt ist mal wieder gerettet. Dank dem Boy. Alles klar, die beiden drehen komplett durch. Großvater ist irgendwie komplett besessen. What the... Aber der Hund ist niedlich, okay? Der Hund ist wenigstens niedlich. Okay, wo bin ich? Ich bin hier. Sind das zwei Einhörner, die auf eine Toilette starren? Alles klar, was ist da drin? Ich brauche Würstchen, Ei und Glibber. Igitt, Alter, das ist der ekelhafteste Burger, in den ich jemals gelangt habe. Und ich habe schon in viele Burger reingelangt. Okay, Psycho. Okay. What the fuck?
Warum? Alter, warum? Wow, 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 geh da rein! Alter, was ist das für ein Kühlschrank? Igitt, einfach nur, es ist so abartig. Bah. Eier gibt's hier drüben. Maden und Eier. Streichhölzer und eine Matschfliege. Was ist das hier? Medizinisches Marihuana. Okay, rennt das Vieh hier rum? Kommt es in meine Richtung? Raus, 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 raus! Nein! Nein! Oh shit, Alter. Alter, was ist das für ein Ding? Boah, widerlich. Absolut widerlich. Wahrscheinlich müssen hier die Zutaten rein. Burn it. Okay, das ist nett. Süß. Ich verstecke mich hier drin im Müll. Alles klar. Absolut weird. Nein, oder? Nein! Nein, der will ihn jetzt fressen! Was hast du vor? Alter, der spachtelt jetzt wirklich diesen mutanten Chernobyl-Gockel weg. Der spachtelt ihn komplett weg. Yo, was stimmt bei dir nicht? Und jetzt, glücklich? Oh, ich weiß schon, er muss kacken. Alter, wer so viel in sich reinkloppt, ne? Wer so viel in sich reinkloppt, natürlich. Der muss jetzt richtig einen wegseilen, der arme Boa. Bitte wegsehen, YouTube. Privatsphäre, okay? Lass den Jungen scheißen. Oh, ja, geil, Mann. What the fu, Alter? Ich hab ne Geisha ausgeschissen. Okay, 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 du willst leben, Kacke. Alles klar. Fibres. Was ist das hier? Okay, das geht nur einmal. I don't know. Darum kommt ein Rohr runter. Er müsste mich halt nochmal anbrüllen. Ja, komm, brüll! Du Kotbatzen, du Widerlicher. Er schiebt es in sich rein. So. What the fuck? Alter, das Ding kommt immer näher. Igitt, Alter, ist das gestört.
Komm mal hier drüben hin. Du Kotwurm, du alter Dreckischer. Ist er tot? Alter, what the fuck, Mr. Hanky? Okay, ich glaube, ich habe meinen Stuhl bezwungen. Nennt mich Keystroke, König des Stuhlgangs. No, Bulb. Nein, Bulb. Mein Körper. Nein, mein Körper. Okay, das Game ist ein riesengroßer Trip, ne? Das ist ein riesengroßer, durchgeknallter Psychotrip. Plötzlich Worms? Und wieder gute alte Erinnerungen mit Opa Bong. Er braucht einen Wurm. Er furzt. Okay, hier kann er Wasser trinken. Alles klar, der peitscht uns weg. Opa Bong, kannst du mir helfen? Kann ich mal kräftig dran ziehen an deiner Rübe? Gießen gleich Rübe. Alles klar, er strullert hier ganz frech rein. Blub. Blub. Ah. Frisst ihr die? Hier, bitte sehr. Okay, anscheinend kann er Rüben nicht sonderlich gut vertragen. Bringen wir ihn mal zum Platzen, die Sau. Die Sau nochmal hier reingestrullert. Okay, noch welche. Aber so. Hier, bitteschön. Aber irgendwie explodiert er nicht. Oh Mann, was für ein Game, Alter. Die Leute da draußen denken sich auch, was schaue ich mir hier an? Alter, was ist das da unten? Irgendein Tentakelmonster. E.T. E.T.-Porns. So, beeil dich hier. Schneller. Let's go. Ja, das ist wirklich Worms, ne? Stirb, Wurm. Alter, das Gesicht, ne? Und der Opa pennt und pennt und pennt. Der alte Sack bekommt gar nichts mit. Okay, ein Wurm. Bekomme ich jetzt einen Wurm als Endgegner? Weil ich meine, davor haben wir den Gockel beim Picknick gesehen. Hm, süß, Kot. Lächelnder Kot, glücklicher Kot. Der Katatafisch. Es ist alles so durch, ne? Der Katatafisch liebt mich. Okay, der Katatafisch hat mich wieder zurück ins Leben geholt. Na dann, rollen wir mal los.
tote Ratten, Fische. Fadenwürmer. Ey, roll, 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 roll. Wahrscheinlich hier lang. Okay, der Trip ist übel, Freunde. Ein verdammt übler Trip. Die Dinger fressen die Würmer, aber bestimmt auch mich. Was ist das? Der Kopf von dem Gockel, den wir gegessen haben? Wie geht's, Killerwürmer? Tschüss. Und jetzt werde ich zum Fisch. Das ist der Fisch, den wir geangelt haben. Okay, das sind alles irgendwie gute Erinnerungen mit Opa, die sich als schreckliche, tödliche Kackerinnerungen rausstellen. Alter, Turtles. Yo, Turtle Easter Egg. Turtle Easter Egg. Boah, pfui. Oh nein, 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 nein. Boah, sind das viele von diesen Würmern. Unendlich viele Würmer. I don't like this. Alter, folgen die mir? Okay, wie soll ich denn da durchkommen? Der Soundtrack ist geil, ne? Oh oh. Oh nein, riesiger Killerwurm. Alter, was zur Hölle bist du? What the fuck, Alter? What the fuck? Oh nee. Komm mit. Ey, Mickey Maus. Ah, Vorsicht! Okay, da leben noch welche. Einer lebt noch. Der Kot hat Angst. Der Kotbatzen hat Angst. Ah. Er macht das natürlich mit seiner Zunge. Ich meine, er hat ja sonst nichts. Aber der Kotbatzen ist wieder gechillt. Nö. Ah. Look at this. Der Wurm will saufen. Okay, der ist in Party-Stimmung. Sexy Time mit dem Wurm. So, hier, Schnecke. Er will eine tote Schnecke, okay. Tote Schnecke. Nee, will er nicht? Er will sie gebraten, oder was?
Oh, hier Bender, Futurama und hier Minecraft. Katata Fisch! Yikes. Okay, 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 okay. Dankeschön. Bitteschön. Nom, nom, nom. Okay, ich habe eine Bombe. Na, schmeckt's? Alter, was? Ist er jetzt tot? Nee. Okay. Noch betrunken machen. Dann gebe ich ihm die Bombe. Ich muss ihn geil und willig machen. So, jetzt schwimme ich hier durch. Bitteschön. Nur für dich. Ah, oben, oben hin. Ich muss es sprengen. Na, was ist das? Nein. Zurück. Schnell. Schnell, 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 schnell. Let's go. Okay, jetzt sind aber da wieder unendlich viele Würmer. Kann ich auch betrunken machen? Nee, ne? Hallo, Würmer. Wollt ihr mich töten? Ihr wollt mich töten. Ihr wollt mich töten. Okay, ich dachte, vielleicht wären die tot. Sind sie nicht. Aber das Ding ist kaputt. Dann müssen wir die nochmal da oben durchlotsen. Oh, die Minecraft-Spitzhacke hier. Kommen alle? Ja. Kommt mit, meine Freunde, kommt mit. Okay, ein paar haben das System getrippelt. Und tschüss. Diese gestörten Gesichter jedes Mal, ne? Okay. Urgroßvater Bong? Eine fliegende Rübe? Okay, können wir mitnehmen. Also er spielt hier He-Man. Skeleton, He-Man, voll cool. Oh nein, er ist eingepennt. Aufwachen! Urgroßvater Bong! Wahrscheinlich Wasser. Es kann sich nur um Jahre handeln. Ach, komm schon, Alter. Komm schon. Okay, und jetzt gießen wir wahrscheinlich hier drüben die Blume. Und schlaf noch viermal ein. Oder auch nicht. Was ist das, eine Erdbeere? Alles klar. Der Opa ist fit.
Okay, eine Erdbeere. Das nächste Erinnerungsstück. Eine fruchtig-fleischige Erdbeere. Hundi! Oh, der Arme. Und was nu? Okay, ich bin tot. Okay, die Spinne ist ein Problem. Nein, 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 nein. Hm. Ne, da will er auch runterfallen. Okay, ich kann nur runterfallen. Ich muss die Spinne erschlagen. Ey, Spinne! Komm mal rüber. Jetzt. Drauf. Alter, gestört. Absolut gestört. Alles gut, ich werde dich retten. Oh mein Gott, was ist das denn? Alter, also das Spiel ist Albträume. Was kann ich hier machen? Gar nichts. Wow, wow, er kotzt. Ah, warte mal. Rotz mal dahin, please. Plop. Dankeschön. Kommen wir hier hin. Plop. Noch ein bisschen durchhalten, Bro. So. Säure. Hm. Okay, irgendwas fehlt. Was ist das hier? Ah, warte. Spucki. Spuck, spuck. Na los, rotz einen weg. So, die hier brauche ich. Dankeschön. Alright, einfach hier reingerotzt. So, und jetzt bekomme ich hier Acid. Und damit schmelze ich die Erdbeere tot. Und rette Großvater. Endlich. Gute Nacht, widerliches Gewächs. Es ist die perfekte Gute-Nacht-Geschichte für kleine Kinder, finde ich. Falls ihr da draußen kleine Kinder haben solltet, zeigt ihnen nicht irgendwie Kinderkanal, sondern Onkel Kistjo. Na siehst du, da freuen sich die Kinder. Das ist perfekt für kleine Kinder. Ja, jetzt müssen wir nur noch Opa Bong retten. Also den Spinnenkörper würde ich gerne behalten. Oh, es wäre auch zu geil gewesen, ne? Jetzt hier so einen schönen, saftigen Spinnenkörper. Nein, Hundi.
Ihm geht's gut. Er ist mir hier verbannt. Eine Lego-Figur. Tabletten. Na, wo rollt's denn jetzt hin? Schön in den Galak, ne? What the fu, Alter? Snuff? Komm ich da ran? Anscheinend. Hier vorne. Alter, was bist du denn? Er will meinen Körper essen. Okay, hier fehlt was. Der Dude will meinen Körper spachteln. Aha. Ah. Wait a moment. Ah. Oh mein Gott, ist er tot? Holy moly. Und weg, 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 weg. Wohin kommen wir hier hin? Okay, er frisst. Mhm, ja, das ist der Plan. Alter, die Zunge, ne? Die Flexi-Zunge. So. Ah, Moment, 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 da war, glaube ich, ein Schalter. I. Absolut I. Yes, baby. Boah, endlich wieder ein Körper, ne? Okay, jetzt kriecht er in seinen Arsch. Oder auch nicht, aber er hat süße Bäckchen. Er hat echt süße Bäckchen. What the fuck? Alter, was? Wieso? Wir müssen das nicht verstehen, oder? What is this? Ist das der Opa? Yo. Das ist der Opa. Ich bin im Opa drin und er ist anatomisch korrekt. Zunge, Lunge, Herz und Schwengel. Boah, das Spiel ist so ein fieser Trip. Okay, wir wollen anscheinend in seinen Darm. Hier kommen Würstchen. Hier lang? Okay, jetzt bin ich in Batzenkot. Was zum... Alter,
Was? Was ist das? Besieg ich Tumor oder? What the fuck? Wow, 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 wow. What? Und jetzt wieder rein, oder wie? Okay, das ist mit eines der krankesten Games, die ich je gespielt habe. Seine Zähne haben sich verändert. Sein Kaurhythmus. Okay, wie komme ich hier oben hin? Ah, warte, warte, ich bin schon unten. Wahrscheinlich hier und dann hoch. Ja. Moment, essen. Essen war irgendwo hier, so. Ist das ein Ohr? Ist das ein verdammtes Ohr? Mit einem Würstchen drin. Ein Ohr mit einem Würstchen drin. Okay, warte, what? Ah ja. Moment, 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 aber das hält nicht lange. Und jetzt, jetzt rüber. Okay, ah nein, ich fall in die Säure. Uff. Wahrscheinlich muss ich die Tablette da oben irgendwie runterschießen. Ah, guck mal, ich kann nochmal hier hin. Ah, das war dumm. Autsch. Alright. Ja, das ist auf jeden Fall die Heilung. Gestört. Absolut gestört. Oh, jetzt saugt der. Alter, die Riesenvagina mit Zähnen, ne? Riesige Vagina mit Zähnen, die mich töten will. So, wieder hier drauf. Oh, guck mal, da drüben ist sein Arm und sein Gehstock da unten. Süß. Yikes. Okay, warte, wie? Oh, also der Rhythmus ist ja total verwirrend. Oh, nein! Oh, da gehen wieder alle. Und dann irgendwie hier. Okay. Das ist ätzend. Ah, Moment, der macht ja jetzt nochmal alle. Hm. Dann die. Dann die letzten.
Na roll! Boah, so schnell kannst du gar nicht rollen. Das ist ätzend. Right, we did it. Nur noch die Nummer mit dem Kotzen irgendwie hinbekommen. Aber hier unten ist deutlich weniger Leben. So, der Kot schläft. Ohr mit Wurst. Widerlich, absolut, natürlich. Die Haare auch noch, ne? Und ah. Nein. Oh, knapp. Nein. Kotz. Schnell. Uff. So. Ist Großvater nun endlich geheilt? Sein Sodbrennen, seine Verdauungsprobleme und seine Atemprobleme. Alle kuriert. Alter, was nun? Okay, wieder Feuer. Und saugen. Feuer und saugen in einem. Jetzt will er alles wissen, ne? Ah, easy, easy. Okay, gibt es irgendwas, was ich hier tun muss, um ihn zu besiegen? Alter, wir müssen nochmal rein. Nochmal in den Oppes. Vom alten Poppes. Oh, nö. Okay. Unangenehme Stelle. Na, da gehen beide. Okay, da muss ich ins Mittlere. Und dann wieder eins vor. Ah, nee, direkt durchrollen. Ja, okay. Gut, ja. Die Stelle ist nicht so easy, wie es aussieht. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt schnell! Schnell! So, wohin? Lunge kaputt. Ach, Herz, na klar. Ins alte, verkotete, verkrustete Herz von Opa Bong. Da ist es. What
the fu, Alter. What the fu, ey, das ist so ein, das ist so krank. Bäh. Bäh. Okay, warte. Gestört. Mit der Zunge der Macht lecke ich seine Bindehautentzündung weg. Oh! Knapp. Na komm schon, das ist übelst widerlich. Gib auf! Alter, knapp. Aufhören! Aufhören! Boah! Aufhören! Uff! Nein! Oh. Ich lecke einem Auge mit einer Zunge 10 Minuten lang die Pupille. So, jetzt habt ihr alles gesehen im Leben. Jetzt habt ihr alles gesehen im Leben. Süß. Happy End. Na, aber guck mal, der Katatafisch ist mein Freund jetzt, ne? Der war die ganze Zeit nett. Oh nein, Opa Bong? Was hat er denn? Noch irgendwas wahrscheinlich verschluckt. So, gehen wir mal hier hin. Ah, Ende. Das ist das Ende. Okay, es war eine Erfahrung. Auf jeden Fall. Da schmeißt er den toten Körper seines Enkels hoch. Ja, eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Es war verstörend, speziell, aber auch irgendwie cool. Also mir hat's gefallen. Ich fand's gut. Was eure Meinung dazu? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Soll wohl bald ein neuer Teil vom alten Bulb Boy kommen. Den ich natürlich dann auch spielen werde, wenn er kommt. Aber wann der kommt, keine Ahnung. Er ist schon in Steam, er ist angekündigt, aber es dauert wohl noch ein bisschen. Liebe. Die Botschaft des Spiels ist Liebe. Genieße das Leben mit deinem Großvater, denn du weißt nicht, wie lange du ihn hast. So. Das war Bulb Boy. Für mehr extrem gestörte Indie-Horrorspiele und anderen gestörten Kram, auf jeden Fall hier ein Abo dalassen. Gerne mal auf Twitch vorbeigucken. Ich glaube, es schadet nicht. Bewerten, kommentieren, ein bisschen Unterstützung tut immer gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.